Grüezi, Servus und Hallo. Herzlich willkommen zum sechsten und letzten Kapitel unserer Motorradreise durch Sardinien. Heute geht es von Galaganone nach Olbia, wo wir noch einen Ruhetag einlegen werden, bevor es endgültig zurück aufs Festland geht. Wir machen einen Bogen ins Landesinnere, um danach der Küste entlang unser Tagesziel Olbia zu erreichen. Um Galaganone zu erreichen, nimmt man in der Regel den kleinen Tunnel. Es gibt aber auch einen anderen Weg, der fast niemand befährt. Eine kleine, schmale Straße, die über den Passo Litu führt. Dieser auf 315 Meter über Meer liegende Pass führt zwischen zwei Bergspitzen nach Dorgalli und bietet eine wunderbare Aussicht auf die Küste von Galaganone. Kurz bevor man Orosei erreicht, fährt man an einem riesigen Marmorsteinbruch vorbei, der am Fuße des Monte Tutta Vista liegt. Der Steinbruch dürfte einer der größten, wenn nicht der größte auf Sardinien sein. Wie ich im Nachgang herausgefunden habe, führt eine kleine Straße auf dem Monte Tutta Vista. Auf Google Maps sah die Strecke sehr interessant aus und der Ausblick von oben dürfte einmalig sein. Ob man aber mit dem Motorrad wirklich rauffahren kann, konnte ich nicht eindeutig feststellen. Wenn jemand mehr dazu weiß, einfach unten in die Kommentare reinschreiben. Wir sind wieder in Siniscola und fahren die gleiche Strecke wie gestern rauf zum Monte Albo.
Kurz vor St. Anna geht es an der Kreuzung links auf die schöne SP3, die wir gestern befahren haben. Wir bleiben aber auf der SP50 und fahren weiter Richtung Lode. Seit Beginn unserer Reise durch Sardinien sind wir immer wieder an diversen Korkeichenwälder vorbeigefahren. Grund genug, mal so einen Baum genauer unter die Lupe zu nehmen. Korkeiche wird in der Regel erstmals nach ungefähr 20 bis 25 Jahren geschält. Danach folgen alle 9 bis 11 Jahre eine erneute Schälung. Ein Baum kann pro Ernte bis zu 45 Kilo Kork produzieren. Dieser kann als Flaschenkorken, Baumaterial und vieles mehr verwendet werden. Wir verlassen kurz die SS-389, um auf kleinen Wegen die Korkeichenwälder zu bewundern. So slow, like a solitary drifter. Goes by so slow, like a solitary. Vor uns liegt das kleine Dorf Buduso mit seinen knapp 3800 Einwohnern. Das hübsche Dorf lebt hauptsächlich von den umliegenden Korkeichenwäldern und den diversen Granitsteinbrüchen, in denen der berühmte weißgraue Biancosardo-Granit abgebaut wird. I dare you to dig a little deeper. It makes you feel a little stronger. Who knows what you may find? You'll see it in your own time. It might just take a little longer. Now let the river flow deep into the ocean of the time. Wir genießen die Fahrt durchs Landesinnere, kommen irgendwann an die Küste und erreichen am Nachmittag Olbia, wo wir am morgigen Tag das Motorrad in der Tiefgarage des Hotels lassen und die Stadt zu Fuß erkunden. Olbia, die muntere Stadt
im Nordosten Sardiniens. Dreh- und Angelpunkt für Flugzeug und Fähre und Startpunkt vieler Sardinienurlauber. Hier legen wir noch einen letzten Ruhetag ein und flanieren gemütlich durch die kleinen Gassen und besuchen die eine oder andere Sehenswürdigkeit. Die romanische Basilika di San Simplicio wurde zwischen dem 11. und 12. Jahrhundert aus einem grauen Granitstein auf einem punischen Friedhof erbaut. Sie ist dem Schutzpatron der Stadt gewidmet. Am Hafen von Olbia kommen täglich nicht nur Fähren aus Italien und Frankreich an, nein, auch große Kreuzfahrtschiffe legen hier regelmäßig an. Weitere Sehenswürdigkeiten sind die Reste eines römischen Aquädukts aus dem 1. Jahrhundert nach Christus, der große und schöne Parco Fausto Noce, der die grüne Lunge der Stadt ist, oder das Rathaus von Olbia, welches am Anfang der Flaniermeile Corso Umberto liegt. Die im historischen Zentrum liegende Kirche San Paolo stammt aus dem 18. Jahrhundert und wurde auf dem höchsten Punkt von Olbia erbaut. Die ganz aus Granit errichtete Kirche hat einen schlichten Glockenturm, an dem eine vielfarbige Kuppel angebracht ist, die ihr ein eindrucksvolles Aussehen verleiht. Unseren letzten Abend auf Sardinien genießen wir mit Freunden bei einem gemütlichen Nachtessen und blicken dabei wehmütig auf die letzten 13 Tage zurück. Unser 14. und letzter Tag auf Sardinien bricht an. Bevor es auf die Fähre geht, fahren wir noch an die berühmte Costa Smeralda, um am späteren Nachmittag Golfo Aranci zu erreichen. Von hier geht es mit der Nachtfähre nach Livorno. Die Fähre legt heute Abend erst um 9 Uhr ab, also haben wir keine Eile und verlassen Olbia somit erst gegen Mittag. Da ich nur eine grobe Route geplant habe, bietet diese viel Platz für kleine Abstecher. Während wir durchs Landesinnere zur Costa Smeralda fahren, möchten wir an dieser Stelle ein kleines Fazit unserer Reise durch Sardinien ziehen. Wir haben in den letzten 14 Tagen einiges gesehen und erlebt. Dennoch haben wir nur einen kleinen Teil der Insel entdeckt. Mehr als einmal wären wir gerne irgendwo links oder rechts auf einen kleinen Weg abgebogen, um zu schauen, wohin er uns führt. Mehr als einmal hätten wir gerne mehr Zeit gehabt, um die vielen kleinen Dörfer und Städte zu besichtigen. Mehr als einmal hätten wir gerne das Motorrad am Strand abgestellt und wären ins türkisblaue Meer gesprungen. Doch am Schluss bleiben uns vor allem die vielen positiven Eindrücke, die wir von Sardinien gewonnen haben, und die Erkenntnis, dass die Insel auch in ein paar Jahren mitten im Mittelmeer liegen wird und wir jederzeit wieder zurückkehren können, egal ob mit Motorrad oder mit dem Auto. Doch schauen wir voraus,
denn noch liegen bis zum Endziel einige Kilometer vor uns. This kind of love is never everlasting. Ihr kennt das sicher. Man blickt in die Wolken oder auf einen Felsen und glaubt darin ein Gesicht, ein Tier oder was anderes zu erkennen. Uns ging es hier genau gleich. Schreibt doch in die Kommentare, was ihr zu erkennen glaubt. Wir haben Palau und somit die berühmte und sehr eindrückliche Costa Smeralda erreicht. Die Küste ist stark zerklüftet, hat aber auch einige wunderschöne Sandstrände. Nebst Palau ist vor allem Porto Cervo bekannt, welches den Ruf hat, die Heimat des internationalen Jet-Sets zu sein. Egal ob Hollywood oder Sportstar, Oligarch oder Selfmade-Milliardär, die Reichen dieser Welt geben sich hier die Klinke in die Hand. Schaut man sich die zum Teil riesigen Yachten in den Häfen an, dann verwundert es nicht, dass ein Espresso in Porto Cervo schon mal 9 Euro kosten kann. Denselben Espresso, für den ich im Inland 1 Euro bezahle. Wir erreichen eine der zahlreichen Felsformationen, die entlang der Küste liegen. Die Rocca dell'Orso ist dabei die berühmteste. Auf der Spitze steht ein Felsbrocken, der je nach Blickwinkel wie ein Bär aussieht. Wir schauen uns die Felsformation von weitem an. Kostet doch der Zutritt zum Bären 3 Euro. Unsere Fahrt geht weiter der Küste entlang. Von weitem ist der Leuchtturm von Capo Ferro sichtbar. Er wurde 1858 erbaut und wird heute von der italienischen Marine betrieben. Sollte euch der Reisebericht über Sardinien gefallen haben, würden wir uns sehr über einen Daumen hoch freuen. Um in Zukunft nichts zu verpassen, abonniert doch den Kanal. Wir danken euch. Am späteren Nachmittag erreichen wir nach knapp 150 gemütlichen Kilometern unser Endziel Golfo Aranci. Die Fähre hat eine halbe Stunde Verspätung und so kommen wir erst kurz vor 8, dafür als Erste, aufs Schiff.
Das Verladen der restlichen Fahrzeuge dauert eine weitere Stunde und gestaltet sich klischeemäßig italienisch. Wir schauen dem Treiben bei einem Bierchen amüsiert zu und genießen den wunderschönen Sonnenuntergang. Nun ist es soweit. Die Fähre legt ab und wir verlassen endgültig Sardinien. Unsere Motorradtour 2022 ist nun Geschichte. Noch 2 Tage und wir sind wieder zurück zu Hause. Wir möchten uns bei allen Zuschauern herzlich für die zahlreichen Likes, Abos und Kommentare bedanken. Dies spornt uns an, auch die nächste Motorradtour wieder auf Film zu bannen. Somit sagen wir ein letztes Mal Ciao, bleibt gesund und bis bald.